Das ist so ein Angreifer der alten Schule irgendwie. Genau. Und den kannst du natürlich auch noch im modernen Fußball hin und wieder gebrauchen. Ja, moin und herzlich willkommen hier aus dem Kieler Gutenberg zu unserem Holstein-Talk, Holstein 1:1. Wir wollen auch in dieser Woche wieder darüber reden, was bei Holstein wichtig ist. Mir gegenüber, wie immer, Marco Nehmer, Holstein-Reporter. Moin, Niklas. Grüße dich, mein Name ist Niklas Schomburg. Und wir sprechen über Holstein, über schmerzhafte Pleiten in Fürth und anstehende Aufgaben. Ja, also erstmal bedeutet es natürlich, dass es jetzt richtig kuschelig wird an der Spitze. Ne? Jetzt haben wir 4 Teams mit 42 Punkten. Für die Fans ist das natürlich optimal. Also für den neutralen Fan, für den Holstein-Fan nicht unbedingt. Ich würde sagen, die haben uns zugehört letzte Woche, ne? Wo wir gesagt haben, 42 ist die Antwort auf die Frage nach dem Aufstieg. Da wollten irgendwie alle bleiben und Fürth wollte da gerne hin. Ja, genau. Und sie haben es geschafft. Ne? Also sie haben jetzt aufgeschlossen. Holstein hat damit natürlich echt was liegen gelassen. Die große Chance nach den Vorlagen der Konkurrenz, sich da wirklich, was heißt abzusetzen, aber sich an die Spitze zu setzen als einzige Mannschaft, das ist natürlich wirklich, wirklich ärgerlich, auch gerade wegen des Spielverlaufes, ne? Das muss man wirklich sagen. Also du hattest es in der Hand. Du, vor allen Dingen Ende erster Halbzeit, da muss einfach noch ein Tor her, mindestens eins. Und du musst es ausnutzen, dass du Fürth mit deiner Spielstärke vor dir hergetrieben hast. Holstein hat es natürlich gut gemacht, dadurch, dass Fürth ja mit einer veränderten Grundordnung gespielt hat. Holstein hat sich da super drauf eingestellt, hat die Halbräume gefunden, über die Außendruck erzeugt, gute Tiefe drin gehabt und so. Dass diese Murmel dann aber nicht über die Linie geht, ist halt wirklich ein Versäumnis. Ne? Ja, wenn man überlegt, Rehse und Lee hatten alleine im Spiel, ich glaube, 9 Abschlüsse. Die müssen, einer der beiden muss mindestens noch ein Tor machen. Das ist ganz klar. Ne? Ja. Also vor allen Dingen, weil da auch aussichtsreiche Dinger dabei waren. Also diese Rehse-Schüsse aus 18 Metern kann er auch besser. Ja. Aber das ist jetzt ja keine Großchance. Aber wenn man sich überlegt, Lee, den Kopfball, den muss er aufs Tor bringen. Der muss aufs Tor kommen, dann das Ding, wo er noch so halb mit der Hacke irgendwie versucht ranzukommen, den darf er auch gerne aufs Tor bringen aus 3,5 Metern. Und das Ding in der zweiten Halbzeit, das er noch in der 63. auf dem Fuß hatte. So wurde es nach hinten raus dann einfach dann doch ein offenes Spiel. Und dann, bitterer geht es natürlich nicht, ne? Das 1:2 dann durch ein Eigentor von Mühling. Ja, Holstein hat das vermissen lassen, was sie sonst ausgezeichnet hat über die gesamte Saison. Das diese haben sie oft brutale gezeigt in dieser Effektivität. Saison, ne? Ja. Sie haben viele Spiele gab es, wo es wirklich nur so ein paar Halbchancen gab, aber trotzdem geht Holstein mit den 3 Punkten. Genau. Und jetzt in dem Spiel, wo es wirklich drauf ankam, im direkten Duell mit einem der Aufstiegskonkurrenten, war das eben nicht da. Und da geführt hat Holstein das in dem Moment gezeigt, wie du solche Spiele gewinnst. Nämlich auch, indem du dich vielleicht dominieren lässt, aber dass am Ende einfach ein Tor mehr bei dir auf der Anzeigetafel steht. Ja. Also der Zug ist natürlich durch diese Niederlage keineswegs abgefahren. Diese Liga bleibt einfach weiterhin extrem spannend, extrem ausgeglichen. Das wäre, glaube ich, auch bei einem Sieg so gewesen. Oben werden am Ende schon, es gibt immer wieder kleine Vorentscheidungen. Sehr entscheidend werden auch diese direkten Duelle. Holstein hat davon jetzt eins verloren, aber die nächsten kommen ja schon wieder. Übernächstes Spiel Holstein in Hamburg, während Fürth gegen Bochum spielt. Ne? Da spielen die Top 4 gegeneinander. Das bleibt einfach weiterhin kribbelig. Damit hat Fürth dann aber die Top 4 oder die anderen, die Top 3 sozusagen, außer sich dann auch hinter sich gelassen. Ne? Gegen HSV haben sie schon gespielt, haben sie in Unterzahl einen Punkt geholt. Also Fürth ist wirklich obendran und mit denen ist zu rechnen. Ja, gerade wenn deren Stützen einfach im Zentrum wiederkommen, ist das, Ole Werner hat es ja auch vor dem Spiel zu Recht gesagt, mit die spielstärkste Mannschaft eigentlich in dieser Liga, zusammen mit Holstein vielleicht. Die werden da auch bis zum Ende halt ihre Punkte holen und bis zum Ende da in Schlagdistanz mindestens halt bleiben. Ne? Es ist eng, es ist super spannend, es kann alles passieren, es ist viel Tagesform auch dabei. Ja. Das hat man jetzt ja auch gesehen, also die Tagesform generell vom Spiel stimmte bei Holstein ja absolut. Nur halt die Effektivität nicht. Solche Sachen wirst du auch in anderen Spielen haben. Vielleicht wird es da mal andersrum sein. Aber das sind die entscheidenden Spiele, jetzt wird es kribbelig. Ne? Du gehst in den 23. Spieltag jetzt so langsam. Wichtig ist natürlich, dass du diesen Rückschlag jetzt relativ schnell aus den Kleidern schüttelst, eben weil du es gesagt hast, die Tagesform stimmte. Holstein ist in der Lage, diese Tagesform immer zu zeigen. Es gab natürlich auch ein Problem in dem Spiel, das offenkundig war. Ich finde, man hat gemerkt, dass Yannis Herrer da vorne drin gefehlt hat. Ja. Wir sollten drüber reden. Ja. Ja, also ich fand, du hast das vor allen Dingen bei Lees Kopfballchance gesehen. Wenn du dir da vorstellst, dass da Serra an der Fünferkante oder Richtung Elfmeterpunkt irgendwie in der Mitte steht, der bringt den aufs Tor. Da sprießt die Fantasie, dass er den natürlich irgendwie aufs Tor geknallt hat. Tusche ist bei Sky da auch drauf rumgeritten, so ein bisschen mit Serra und so weiter. Aber das stimmt. In der Sache stimmt es. Lee hat es gut gemacht. Er hat seine typische falsche Neun gespielt, sich immer wieder zurückfallen lassen, Bälle abgeholt. Fast jeder Angriff in der ersten Halbzeit lief über ihn.
alles gut, aber er ist halt nicht der Mittelstürmer-Knipser. Durch ihn hast du natürlich eine wahnsinnig gute Präsenz, wenn er sich fallen lässt im Zehnerraum mit Überzahlschaften, mit Ankurbelt und so weiter. Aber es fehlt natürlich einfach dieser präsente, bullige Stürmer dann vorne in der Box drin. Ja. Und ein Serra gibt dem Spiel natürlich auch insofern eine Note, wenn er als Wandspieler agiert, kannst ihn einen steilen Klatsch anspielen, er verteilt die Dinger auch gut. Und was natürlich fehlt, ist, wenn Lee vorne in der Spitze spielt, fehlt er halt auf der 8. Und ich finde, da ist er halt extrem wichtig, auch als super Verlagerungsspieler, als Spieler, der immer Dynamik kreieren kann, immer die Mitspieler in Szene setzen kann. Es ist jetzt kein großer Qualitätsabfall, wenn du einen Hauptmann auf der 8 bringst, aber es ist halt auch ein anderer Spielertyp. Klar. Und natürlich vorne drin den einzigen Stürmer, den einzigen fitten Stürmer, den Holstein gerade noch im Aufgebot hat, ist halt Benjamin Giert. Und bei allem Respekt, da reicht die Qualität nicht ganz ran. Ich finde, den hätte man durchaus ein bisschen früher bringen können, weil er bringt dann auch nochmal eine andere Note. Ja. Er ist so dieser Spielertyp Wühler, aber er ist jetzt nicht der Wandspieler, der Anläufer. Nein. Das wäre ein Kompromiss, den ich, glaube ich, nicht über 90 Minuten gehen würde mit ihm. Nee, das glaube ich auch nicht, aber ein bisschen früher hätte mir auch gefallen. Vor allen Dingen auch, weil Giert für mich immer so der Spieler mit dem besten Näschen ist für die zweiten Bälle und für die Abpraller, so ein Fünferstürmer. Genau, das ist so ein Angreifer der alten Schule irgendwie. Genau. Und den kannst du natürlich auch noch im modernen Fußball hin und wieder gebrauchen und dann wirklich nicht nur für 5 bis 10 Minuten. Obwohl ja auch der Spielverlauf jetzt ein, wie soll man sagen, leistungsbedingten Wechsel gar nicht hergegeben hat. Genau. Also alle Spieler, die da gespielt haben, haben ihre Sache super gemacht. Stefan Teska musste verletzt raus. Dann ist Simon Lorenz gekommen, für den es natürlich dann so ein bisschen Höchststrafe war, dass er kurz vor Schluss nochmal ausgewechselt worden ist. Aber Uwe Werner hat es danach auch nochmal eingefangen. Es war keine Höchststrafe. Irgendeinen musst du rausnehmen. Taktisch, und du brauchst natürlich, also brauchst deinen Kapitän drin mit Hauke Wahl und du brauchst natürlich auch die Außenverteidiger hinten drin für Präsenz bei den Flanken. Deswegen und wenn du die Viererkette auflöst, musst du ihn genau, also auch das ist ja kein Leistungswechsel. Und deswegen können wir sagen, wir hätten Giert vielleicht früher gern gesehen, nur ist dann die Frage, wen nimmst du da vorne raus? Mhm. Weil es hat eigentlich gut funktioniert. Wie gesagt, Joshua Mees war bis auf sein Tor ein bisschen blasser als Fabian Reese jetzt. Aber das Spiel an sich war ja völlig okay. Ja. Dafür, dass eben Serra als Anspielstation, als Wandspieler, als erster Anläufer und so weiter gefehlt hat. Nichtsdestotrotz werden wir mit dieser Problematik natürlich jetzt am Wochenende auch zu tun haben. Jani Serra wird mindestens jetzt noch für das Aue-Spiel, wie es sieht, ausfallen. Man hofft natürlich, dass er danach dann wieder dabei ist, aber die 90 Minuten müssen ohne ihn bestritten werden. Und auch über dieses Spiel wollen wir jetzt nochmal reden. Ja, das wäre natürlich echt eine eklige Aufgabe wieder. Ne? Aue ist natürlich auch wirklich so ein Team, da weiß man eigentlich schon, wie die Herangehensweise wird. Sie werden sich ein bisschen aufs Spiel gegen den Ball verlagern, versuchen, Spitzen nach vorne zu setzen, einfach weil sie ja auch nicht unter dem tabellarischen Druck stehen. Ne? Sie sind Neunter, sie haben einen relativ guten Puffer nach hinten. Die können sich ganz entspannt zurückziehen, sind so eine Mannschaft, die einfach ekelhaft gegen den Ball arbeitet und dann vorne natürlich einfach so abgewichste Typen wie so ein Florian Krüger drin haben. Überfallartig nach vorne. Ne? Das ist das, was wir kennen. Ganz, ganz solide, ganz körperlich gegen den Ball, wirklich bis zum Entnerven des Gegenspielers. Und dann dieses überfallartige Konterspiel mit direkt die Zielspieler suchen in der Spitze. Das wird anstrengend. Ja, finde ich definitiv auch. Die Frage wird, wie gehst du es an? Also du musst einfach weiter deinen Stiefel darunter spielen. Ich finde, auch da gibt es jetzt nicht die Siegpflicht, aber du musst da mindestens einen Punkt eigentlich mitnehmen in dem Spiel. Das wäre schon wichtig. Also wenn du dir einfach nur Aue als Gegner auf dem Papier anguckst, dann dürftest du mit dem Punkt grundsätzlich, sage ich jetzt mal so, ganz zufrieden sein. Der HSV muss ja auch mit dem Punkt zufrieden sein nach 3-1-Führung. Wenn du aber natürlich da oben weiter bleiben willst und dir eine gute Ausgangsposition vielleicht auch fürs HSV-Spiel verschaffen willst, wenn du dir noch mal extra Selbstvertrauen holen willst vor dem Pokalspiel in Essen, was dann ja ansteht unter der Woche, dann musst du da gewinnen. Also es wird jetzt noch kein Fernduell, aber es wird auch interessant zu sehen, was dann der HSV zum Beispiel im Hamburg-Derby gegen Pauli veranstaltet. Also ich sehe nicht, dass alle Mannschaften da oben jetzt halt einen Sieg einfahren unbedingt an diesem Spieltag. So, dass wie gesagt jetzt nicht dieser Druck besteht, scheiße, du musst jetzt alles irgendwie nach vorne werfen. Nein, das oder nicht. So. Dafür ist die Liga auch zu eng. Wichtig wird sein in diesen 90 Minuten, dass du diese Enttäuschung von Fürth einfach abschüttelst, dass du wieder in deinen Rhythmus, in dein Spiel kommst und natürlich auch diese Konsequenz an den Tag legst. Ne? Ja, und ein
Und Bartels kommt zurück. Das dürfen wir nicht vergessen. Option. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass er wieder mit dabei ist, klar. Genau, wir müssen auf die Innenverteidigung gucken. Da haben wir aber auch keine Schmerzen mit Simon Lorenz. Hat immer wieder bewiesen, dass das wunderbar funktioniert. Ja, also, und ich bin bis heute immer noch der Meinung, warum nicht mal einen Phil Neumann in der Innenverteidigung? Ja, er hat es hin möglich. Und wieder gezeigt, ja. Das ist ja eigentlich auch so. Weil der keine guten Erinnerungen ans Aue-Hinspiel hat? Nicht unbedingt. Ne? Der Ellenbogen grüßt. Ne? Früh runter mit der roten Karte. Ja, aber vielleicht kann sich Holstein daraus ja auch noch mal ein bisschen Selbstvertrauen holen. Ne? Nochmal die Beschäftigung mit dem Spiel damals. Man hat es zu 10 so super gemacht im Spiel mit Ball, dass du gar nicht gemerkt hast, dass Holstein in Unterzahl war. Ne? Ja, du hast das Spitzenspiel verloren in Fürth. Ja, du hättest es erfolgreicher gestalten müssen. Ja, aber es ist ja jetzt nicht so, dass Holstein fußballerisch da nicht hätte mithalten können. Ganz im Gegenteil, wenn du die Daten auch nochmal anguckst. Ja. Zweikämpfe mehr als 60% gewonnen, Ballbesitz mehr als 60%. Und dann sind es wirklich nur die ganz kleinen Stellschrauben, nämlich vorne die Pille reinmachen. Darauf, wo es im Fußball ankommt. Ne? Ja, vielleicht gibt es auch nochmal die kleine oder eine oder andere Torschusseinheit in dieser Woche mehr. Wir hoffen es für den Erfolg am Samstag Mittag. Ja. Wir können schon mal kurz vorausschauen. Danach wird es natürlich auch pricklig. Dann kommt nämlich die englische Woche. Dann geht es an die Hafenstraße nach Essen. Dann kommt der HSV. Also wenn das nicht Aufgaben sind, auf die man sich auch wirklich freuen kann. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da kribbelt es, glaube ich, schon. Zwei Flutlichtspiele, zwei Spiele, in denen es wirklich um was geht. Im DFB-Pokal vielleicht noch ein bisschen mehr. Historisches Halbfinale winkt. Dann das Top-Duell.